Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wieder mal habe ich den Michi und den David dabei. Hallo. Ja, wir müssen uns erstmal finden. Denn gestern sind der David und ich gestorben. Da haben wir uns dann aus den Augen verloren und der Michi ist irgendwo, er weiß auch noch nicht genau, wo er ist. Aber das kriegen wir hin. Irgendwo im Nirgendwo. Also ich müsste jetzt, ja doch, hier bei Berenzino müsste ich sein. Da laufe ich mal hoch zu dem Schiff. Das war schon ein Zombie. Na Jungs, das ist erstmal gleich was vom Deckel. Zack. Oh Scheiße! Oh fuck! Der Was ist nächste? los? Ein Zombie hinter mir und ich hänge hier an irgendeinem scheiß Türmist oder so fest. Ach. Oh, das war mehr Schrecken als das andere. Ja, das Spiel ist doch Alpha. Bleibt nun mal nicht aus, ne? Meine Damen und Nee, Herren. das war gar nicht jetzt der Alpha-Charakter, sondern eher meine Unfähigkeit. Mini-Panik-Attacke. Deine Ja, Unfähigkeit. ja. 90% der Fehler sitzen vor dem PC, ne? Richtig, Ne? richtig. Ich kenne das selbst. Ich hatte es ja auch tausendmal. Okay, also ich weiß jetzt, wo ich bin. Ich müsste jetzt bei Berenzino sein. Und ich laufe mal straight ahead zum Schiff. Wollen wir uns da treffen? Schiff ist es? Ja, ein bisschen oben looten. Oh. Ich weiß gar nicht, wo das Schiff ist. Unten am Wasser. Ja, wir können uns ja auch einen Treffpunkt ausmachen. Also ich bin gerade im Supermarkt. Und wo warst du nochmal? Auch bei Berenzino, oder? Berenzino. Gut, ich würde sagen, ich laufe schon mal zum Schiff. Guck ein bisschen nach und dann können wir uns ja Meine nach und nach da Dame. treffen. Ich laufe schon mal zum Schiff, Martin. Genau. Ace. Ich hab schon wieder einen Zombie am Start. Oh, Moment. Dieser Stadt als ich. Klar. Sau. Und eine Feuerlöscher. Fäuste raus. Ganz wichtig. Ich hab nichts am Start. Nur meine Kleidung. Und eine Taschenlampe. Was ist denn schon wieder los? Übrigens, die Zombies hörst du auch nicht mehr so wirklich. Also ich höre sie doch schon, aber nicht mehr ganz so laut. Ja? Und wenn sie Also meine Nähe sind, dann sind sie ganz normal laut, ja. zum Beispiel gestern war zwei, drei Mal der Fall, dann ist so nach hinten geguckt, so. Kommt Gütige, wo kommt er jetzt her? Ja, von der Ferne hört man sie nicht mehr so doll. Also das war ja früher wirklich, du hast ja einen halben Kilometer entfernt gehört. Ja? Also das Gänsehautfeeling ist weg. Nee, ist auf jeden Fall wiedergekommen, das Gänsehautfeeling. Ja gut, Natürlich weil schnell Zombies. Ja, Also das ich habe kommt hier schon ja aber 20 schon. Mal Gänsehaut gehabt. Ich war ja gestern sehr erschrocken, als die Axt nicht richtig funktioniert hatte. Nicht mal so wie früher. Und da war es dann schon zu spät. Da haben mich die Zombies schon liebevoll umarmt. Und ich konnte ein bisschen bluten. Oh, drei Zombies. Oder ist einer von euch? Nö. Die Weiber sind auch schneller als die Kerle, glaube ich. Oder? Nee, doch nicht. Ey, Ja, ist jetzt alles noch gleich. ein. Oh, drei, vier Zombies. Wahnsinn. Hier ist der richtige Treffpunkt. Ich glaube, die machen ein Klassentreffen hier. Also, Naja. ich bin der komische Typ mit Bauarbeiterhelm. Also, ich habe so eine. Ich weiß gar nicht, wie die Mütze heißt. So ein Schiebemütze, sag ich mal, so eine Art. Franzose Mütze? Und, ja, genau. Ein, Ja, eine Baskenmütze, glaube ich, heißt sie. ja, ich glaube schon. Ah, dann ist das Schiff. Ein blondes, einsames Mädchen. Ja. Ja, das mit den Zombies, das haben sie zu doll gemacht, finde ich. Oder? Ja, Nee. genau. Nein, nein. Das ist genau dieser Gänsehautpunkt, der dem Spiel das gewisse Etwas verleiht. Ja, aber ich Ein finde jetzt. Tick langsamer. Ein Tick langsamer. Ja. Aber was ich jetzt natürlich ein bisschen doof Das finde. Ding ist, du sollst dich ja gar nicht eigentlich gegenseitig. Also im Großen und Ganzen sollst du dich ja gar nicht beschießen. Nee, aber weil es doch so viele Zombies gibt. Aber was ich richtig doof finde, ist halt mit der Axt jetzt. Ich habe jetzt beispielsweise auch wieder vergessen, Leertaste zu drücken, weil er dann ja auch ein bisschen langsamer läuft. Ne? Versuch's drauf zu hauen und passiert nichts, ne? Ja, naja. Und in der Zeit hat die dich aber auch schon zwei, dreimal Umarmt. jetzt allerliebst im Arm, ne? Ja, David, komm runter, beruhig dich wieder. Wollten wir an die Wäsche. Ah. Das Luder. Das ist wohl nur dein bestes Stück. Ja. Deine Brieftasche. Ja, ne, auch was anderes läuft es ja eh nicht. So ist es.
Was möchte eine blonde Frau? Wir warnen dem. Oh ne. Beige Cargo Pants. 6 Dinge. Ne? Oh, wir haben ja nicht viele Leute. 3 das Gegner. Ist ja auffällig. Können wir mal in Ruhe looten, wa? Ja. Ja, hab ich gestern auch gedacht. Ja, gestern war interessant. Gestern haben wir leider kein Video gemacht. Haben quasi ein wenig geübt. Da wir schon lange kein Video mehr aufgenommen haben. Das letzte Mal ist bestimmt 5-6 Wochen her. Zwischen diesmal soll es funktionieren, oder was? Diesmal funktioniert es. Ja. Ich hab's ja nochmal getestet vorhin. Ich glaub's auch noch nicht. Ja, das war ja echt ein bisschen blöd. Ja. Durch den Warte, Ab. Durch das Update. Ich sag doch, die können viele Treppen hochgehen. Leider noch nicht, aber Treppen. Lauf, Forrest, lauf! Haha! Ja, geil! Hauptsache, alle. Was denn? Der Zombie ist runtergefallen vom Dach und gestorben. Ha, cool. Geil. So werde ich sie jetzt alle töten. Du Fuchs! Scheiß Zombies. Richtig. Du magst sie nicht? Oh. Seid ihr jetzt eigentlich schon auf dem Weg zum Schiff? Ich bin schon beim Schiff. Achso, du auch, Michi? Ups. Ja, ich muss erstmal die Zombies hier ablenken. Ja. Hast du überhaupt was? Wer? Equipment technisch, Michi? Ich? Ja? Ich habe einen Baseballschläger, einen grünen Rucksack und. Achso. Ey, cool, man kann von den Containern die Tür zumachen und sich darin verstecken. Die Frage ist, ob die Zombies da auch durchbacken. Ey, ich bin noch. Was ist jetzt? Ich bin noch ein Ende steif. Boah, ich hab eben einen richtig schlimmen Bug. Na? Ich wollte an der Leiter ran und runterklettern und jetzt bin ich mitten im Haus. Und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Also ich stehe so, als wenn ich hochklettern sollte an der Leiter oder runterklettern, aber ich bin mitten irgendwo in so einem Haus. Da musst du dich versuchen, dich rauszuglitschen. Genau, irgendwie gegenlaufen versuchen. Ja, zum Beispiel. Oh, eine Mütze. Eine rote. Was ich nämlich jetzt erzählen wollte ist, ich habe ja eben vorhin erzählt, dass ich ab und zu diese Zombies nicht höre, ne? Ja. Und zwar liegt das glaube ich da dran. Die Effektlautstärke ziemlich leise hat. Everything is always. Das muss mal festgehalten werden. So. Aha, eine Container ist nichts. Das ist doch scheiße. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Du musst versuchen, rauszuglitschen. Gucken, dass du gegen die Wand läufst oder ich bin so. Mitten. Nee, Leute, ich bin mitten im Raum. Also ich bin gar nicht an der Wand. So. Oh, mein Magen meldet sich. Hungry. Ich glaube, das ist crazy stuff, was du gerade hast. Eigentlich würde ich lieber jetzt gerade vom Tommy getötet werden. So ernsthaft ist es. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich locke aus und wieder ein. Guck, was passiert. Ja, dass du 3 Stunden warten musst. Ja gut, aber... Ich bin maximal verwirrt, aber ist auch egal. Ich werde meinen Weg machen. Na gut, dann sehen wir uns 3 Stunden wieder, Michi. Haben die Zeit verringert? Ich muss jetzt nicht mehr so lange warten. Ja, eine halbe Minute, glaube ich, fängt das nur an. Je nachdem. Anderthalb habe ich jetzt... Anderthalb, ja, oder so anderthalb. Je länger du auf dem Server bist, umso weniger ist dann diese Relog-Zeit. Und wenn der Server down geht, dann kriegst du, glaube ich, auch nur 20, 30 Sekunden. Anstatt 300 Sekunden. Wenn du aber nach ein paar Sekunden rausspringst, dann hast du dann wieder 3 Minuten. Oh. Nee, Quatsch. 300 Sekunden meine ich. Nö. Wie sind das? Oh. Ich habe hier eine schönere Hose gefunden. Die nehme ich mir gleich mal an. Taschenlampe brauche ich nicht mehr. Wahnsinn. Ich war doch nie hier überall drin. Muss ja echt mal nachholen. Solange hier kein Typ rumhungert, ist das auch gar nicht mehr so schlimm, wa? Ich sag mal, die Chancen stehen hier oben auch immer 50-50, weil meistens wirst du ja eh an Ostküste. Ja, ein Kinderrucksack, geil. Gespawnt. Blue Child Briefcase. Sehr schön. Geh mal ganz da oben.
ist dann hier? Was liegen denn hier für Zombies? Ey, geil. Black Hoodie. Cool. Los, komm her hier. So, ich brauche ein paar Racks. Ich habe doch nicht meine Mili-Waffe. Übrigens genau, das ist ja nur die Zuschauer, genau hier bin ich runtergebackt. Hier werde ich nicht weitergehen. Stand genau an der Kante und auf einmal bin ich runtergeglitscht. Habt ihr schon zu trinken? Noch nichts, aber ich denke mal, hier findet man ein bisschen was. Ich habe ein Döschen. Ein einziges. Ein Döschen? Ein Döschen. Jetzt hier auch gerade ein bisschen Lebensmittel. Ist aber blutig? Nee. Auf dem Feld laufen, das ist aber auch gefährlich. Ich habe das Gefühl, in kleinen Räumen ist nie was drin. Das habe ich ja nur ganz kurz im Schiff, aber auch nur oberflächlich geschaut und da war dann meistens auch nichts. Ich bin hier bei so einem Sägewerk, wisst ihr, wo ich bin? Ja, du musst weiter hochlaufen. Das ist bei Berenzino. Oder das ist Berenzino. In der Nähe zumindest, ne? Ja. Ich schau mal von oben runter. Wow. Also entweder steht da einer von euch oder das ist ein Zombie am Wasser. Zombie. Wie weit bist du noch entfernt, David? Ich eier hier noch Berenzino rum. Alter. Voll durch die Wand geglitscht. Also, ich laufe jetzt zu der Hafenanlage, okay? Martin, ich hoffe, du empfängst mich da. Nee, ich bin beim. Na? Oh, warte, hier ist eine Weste. Nee, eine Jacke. Ah, das ist aber scheiße. Green Down Jacket. Hey. Boah, gibt's das, ey? Ups, wollte ich ja gar nicht. Aus der Downjacke kann man also keine Racks machen. Schade. Also ich habe hier gerade ne doll. Lecks, ja, man kann Lecks. Also Belichtungsprobleme irgendwie. Es wird hier hell immer in dem Bereich. Je nachdem wie du guckst, ne? Mal wird's hell, mal wird's dunkel. Katastrophe ist das. Michi, ich folge einfach dem Wasser. Immer der Küstenlinie folgen. Jo, was haben wir noch hier Schönes? Warum ist hier teilweise was auf und was nicht? Ich nicht. Vielleicht war hier schon jemand. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange das Server schon läuft. Und so. Oh, ein Apfel. Okay. Und? Was ist das hier? Eine Bratwurst. Eine vergammelte... Vergammelte... Pfefferschote. Ja. Eine Paprika. Na. Ich bin feucht, sagt er. Das ist ja gar nicht schön. Das kann schon mal vorkommen, ne? Manchmal. Manchmal ist das so. Boah, geht ja doch weiter höher hier. Wahnsinn. Ah! Bin im Cockpit. So, dann starten wir mal den Motor. Geht nicht. Alter, ich hab jetzt 5 Zombies. Cool. Ja, vielleicht finde ich dich jetzt auch gleich. Ich habe meine erste Mini-Waffe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gerade verkehrt rumlaufe, außer über. Hauptsache die Zombies können sich auch gegenseitig anspringen. Wow, wie tun sie das? Und dann schlagen sie die in 5er-Gruppen hinter mir herrennen. Und die hauen sich gegenseitig. Schönes Ding. Also bist du ja eigentlich relativ leicht zu finden. Das ist einfach nur eine Meute zum Michi hat seine Groupies am Start. Ja. Ey, cool, eine Pistole. Nicht schlecht. Wollen Michi alle also anpacken. Martin, ich sehe das Schiffswrack. Okay. Ich hoffe, du kannst mit der Pistole diese... Ich habe keine Munition. Diese Gang... Ich sehe dich laufen. Töten. Siehst du auch die Zombie-Meute hinter mir? Noch nicht. Noch nicht. Hast du eine Feuerwehraxt? Ich habe ein Crowbar, ein Kuhfuß. Ich habe eine Feuerwehraxt. Ja. Aber. Ja. Hinter dir sich keine? Oh, oder ist es eine andere? Eine ist die Wende.
Sehe ich ganz nicht. Ehrlich, das ist diese Axt ist aber auch echt bedeppert. Naja. So, oh geil, ich habe eine SKS gefunden. Ich habe SKS Munition. Sehr schön. Ich hab noch gar keine Munition. Also kann ich die SKS haben, oder? Nein. Er macht sich das aber auch einfach mit der Alter. Ja, oh, ich hab Revolvermunition gefunden. Ach, Babys, was geht ab? Bist du noch auf dem Schiffswrack? Ich bin immer noch oben drauf. Siehst du mich nicht oben stehen? Ey, ich hab hier miteinander stehende Zombies, also es kann ja nur was von mir sein. Ja, doch. Ich hab die Zombies mittlerweile abgeschüttelt eben. Bist du die Hauptstraße mal gelaufen? Ja. Da stehen jetzt so eine Gruppe 5 Zombies hintereinander, ne? Mhm. Ja. Und die talken erstmal. Talk, talk. Ey, talk mich hier nicht an, Zombie. Meine Güte, bin ich hier. David, er will doch nur spielen. Aber das Problem ist, sind die mir alle am Arsch. Das Problem ist das System, ja. So, Martin, wie komme ich jetzt in das Schiffswrack? Da ist ein großes Loch. Oh. Übrigens, hier ist doch eine Mausin, Michi. Und eine Banane. Dann nehme ich erstmal die Mausin. Los, komm her. Nimm die Mausin, Michi. Schöner Loot liegt hier rum. Ich glaube, hier war ich. Ja, hier war ich doch schon mal. Batterie brauche ich nicht. Ah ja, ein Stück tiefer geht's jetzt. Das ist hier eine. Führ mich mal zu der Mausin. Ja, komm mal hoch. Ich hab Michi sein Unrat. Lass uns mal ganz oben treffen, Michi. Ganz oben? Ganz oben. Ich geh mal ganz nach oben. Hier ist einfach nichts. Und zwar im Cockpit. Im Cockpit, das heißt doch nicht Cockpit, das ist die Brücke. Ah, na gut. So wie unser SPS-Büro. Das ist auch ein Cockpit. Ja, genau. Das ist übrigens nicht das Mechanikerbüro, sondern das ist der. Michi, hast du mich gesehen? Ja, du bist doch neben mir. Ah, genau. So, und die war jetzt entweder hier genau ganz oben. Nee, ein Stück tiefer müsste sein. Und zwar außen. Ey, warte, komm mal her, Mann. Ich geh erstmal die Munition. Komm her. Moment. Also, da haben wir weit bis oben. Martin. Ja? Ah, da oben ist so. Jo, danke. Rotes Kettchen. So. Dann müssten wir hier. Deine SKS bitte durch. Mach ich. Achtung. Ein schönes Geräusch. Da hörst du nur noch einen Knall und dann war's. So, wo ist die Mausin, Martin? So, dann müssen wir, glaube ich, ein Stück tiefer gehen. Wo bist du denn? Schwierig gelaufen. Ja, ich bin mal kurz hier. Für kleine Königstiger. Alter. Da ist er. So, einen runter. Bist du genau im Wasserland vorbeigelaufen? Ja. Hier stehen auch nochmal 6 Zombies rum. Ja, ich hab jede Menge Zombies in der Nähe. Wir müssen noch ein Stück tiefer. Ja. Jetzt hier drin. Nee. David, hast du Mausin-Munition? Wo kommen wir denn nochmal hier raus? Noch einen runter. Noch einen runter. Aber mich nächstes Mal kannst du deine Groupies mal mitnehmen, ne? Ja, ich mal. Ich bin froh gewesen. Boah. Hier, hier ist er. Ey, wenn jetzt irgendeiner hinten zum wie heißt denn das Heck vom Schiff? Bug ist vorne. Das Heck? Du hast doch schon Heck gesagt. Doch, ist das Heck, ne? Wo ist das Heck vom Schiff? Geil. Auf jeden Fall, ne? Ich habe eine riesen Meute hinter mir. Michael. Ich hab die Mausin. David, hast du Mausin-Munition? Nein. Hier liegt doch eine Mausin, ne? Hä? Hier liegt doch eine Mausin. Ne. Dann muss David die nehmen. Dann führt David dahin. Hast du hier schon alles durchsucht, Martin? Nee, noch nicht weit, noch lange nicht. Ich hab schon eine Mausin, David soll die nehmen. Ich hab doch eine. Hast du eine Mausin-Munition? Nein, das hab ich nicht.
Ah, da läuft er doch. Hast du einen blauen Rucksack? Ja. Call. Habe ich doch die Meute hinter mir? Ich bin immer noch da, wo die andere Mosin ist. Oh, da würde ich nicht tun. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal vom Schiff runter. Ich würde sagen, wir looten erstmal das Schiff, bevor wir abhauen. Also ich habe noch eine Mosin gefunden. Die dritte. Alter. Cool. Oder ist das die... Nee, die meine ich ja. Die meine ich ja. Ah, ja. Ihr seid ja da oben. Dann lass uns mal ein bisschen looten. Na klar. Im Korn. So, gut. Dazu gehe ich mal wieder ganz runter. Achso, nee, warte mal, die ganzen Räume. Ah, geil. Hunterpants. Wie ist der Status? Welche Räume? Warte mal, Damaged. Martin. Wir können ja, wenn du das nicht brauchst, vielleicht brauche ich es ja. Wo bist du jetzt? Michi, ich bin in einer der Stockwerke da. Moment. Er hat sich versteckt. Komm mal noch mal raus. Ja, ich bin raus. Graue Karo, das muss ich. Ich komme nochmal hoch. Ja. Und geh jetzt raus. Aha.